Ich darf Sie sehr, sehr herzlich zum heutigen Abend begrüßen. Besonders begrüße ich Vinzenz Rediger, Regine Pranger, Henning Engelke, Marc Siegel und natürlich Sie alle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer neuen Veranstaltungsreihe Easier Than Painting, die Filme von Andy Warhol in einer, wie ich sagen muss, wunderbar neuerlichen Kooperation mit der Goethe-Universität Frankfurt, die schon beim ersten großen Lecture and Film-Zyklus zu Jean-Luc Godard sich so hervorragend bewährt hat. Und ich denke, einige von Ihnen haben die Lectures und die dazugehörigen Filme im vergangenen Jahr, in dem vergangenen Jahr sehen können. Natürlich freuen wir uns über diese Zusammenarbeit mit der Goethe-Uni, der wir bis Juli 2014 insgesamt 15 Lectures zu Andy Warhol hier im Kino und natürlich auch jede Menge Filme zu verdanken haben. Lassen Sie mich nun mit einem Zitat des unlängst verstorbenen amerikanischen Kritikers Roger Ebert beginnen. Das Zitat stammt aus einer Kritik von Ebert zu Warhols Film I, a Man aus dem Jahr 1967. There is such a thing as a movie, schreibt Ebert, and I think I can spot one when I see one. But Warhol is not making movies. Dazu fällt mir spontan ein anderes Zitat ein Zitat von André Bazin. Am Ende seines großen Essays über den neorealistischen Regisseur Vittorio De Sica zitiert Bazin den Drehbuchautor Cesare Zavattini, der von einem Kino träumt, das einfach nur das Leben darstellt, mit einer Kamera, die läuft, läuft und zeigt, wie die Leute vor der Kamera einfach so leben. Bazin lässt seinen Text enden mit einer Formulierung, die so etwas wie den Horizont, den programmatischen Horizont des neorealistischen Ideals des Kinos aufreißt. Es geht Zavattini und mit ihm De Sica, so schreibt Bazin, um ein Kino sans acteur, sans éclairage, sans montage, sans cinéma. Ebert selbst schreibt in seiner Kritik, Warhol's movies are not movies, they are objects like his soup cans. Dass Warhol überhaupt Filme mache, so Ebert, sei die Schuld der fashionable people in New York. They overpromote Andy, who overextends himself, and eventually he starts making movies because movies are fashionable. Dagegen gilt es zwei Dinge einzuwenden. Erstens macht Warhol an dem Punkt, an dem Ebert seinen Text schreibt, schon viel länger Filme als der damals gerade 25-jährige Kritiker der Chicago Sun-Times, eine Zeitung aus einer Stadt, die vieles ist, aber nicht fashionable im Sinne der fashionable people von New York, zu realisieren scheint. Und zweitens trifft es genau zu, dass Warhols Filme sind wie seine Subcans. Nur disqualifiziert sie das nicht. Vielmehr heißt dass sie sind wie die Subcans, dass Warhols Filme integraler Bestandteil seines Oeuvres sind und als solche verstanden werden müssen. Von dieser Annahme geht die Reihe Easier Than Painting aus. Sie geht sogar davon aus, dass die Filme von Warhol der wichtigere Teil seines Oeuvres sind. Die Filme sind wie die Subcans. Im Übrigen können Sie die Subcans jetzt vergessen. Konzentrieren Sie sich auf die Filme. Wie aber müssen Warhols Filme verstanden werden, wenn sie als integraler Bestandteil seines Oeuvres verstanden werden wollen? Zum Beispiel, indem man Ebert mit Bazin liest. Warhols Filme sind keine Movies, sie sind ein Cinema sans Cinema. Die Zerstörung der Form, so schreibt Walter Benjamin in seiner Studie zum Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, ist die Aufgabe der objektiven Instanz in der Kunst der Kritik. Die künstlerische Praxis selbst ist dabei von der Kritik nicht zu trennen. Kunst und Kritik bilden in der Romantik und in der Kunst, dort wo sie im Sinne der Romantik Reflexionsmedium bleibt, eine Einheit. Zerstörung der Form heißt aber nicht Auflösung, Beendigung der Kunst, im Gegenteil. Durch die, das ist wieder ein Zitat, Zerstörung der bestimmten Darstellungsform des Werkes, in der Ironie, wird die relative Einheit des Einzelwerkes vielmehr tiefer in die der Kunst als des Universalwerks zurückgestoßen. Für Warhols Filme kann nun durchaus gelten, was Benjamin für die zerfetzten Romane von Jean-Paul und die ironischen Dramen Tieck sagt: Die Ironie und die Zerstörung der Form sind getragen von einem Glauben an die Unzerstörbarkeit des Werks. Oder anders gesagt, Roger Ebert hat recht. Warhol macht keine Movies. Aber gerade indem er keine Movies macht, macht Warhol Kino, zeigt er uns, was Kino ist.
Gerade die 60er und 70er Jahre, die sogenannte Neo-Avantgarde, verlangt es ja sozusagen, sich dem Film zu widmen. Andy Warhol ist nicht der erste Künstler, nicht der erste Maler, der auf den Film umgesattelt ist. Also auch Duchamp hat ja schon sozusagen die Malerei verlassen und mit Film experimentiert und viele andere Maler auch. Aber er ist sicherlich der erste bedeutende Künstler, der also so maßgeblich, so tragend, also nun sich dem Film gewidmet hat, sodass wir die Frage stellen können, ob nicht seine ganze Kunst sozusagen auf dieses Medium hinausläuft. Warum und wie Warhol zum Film gekommen ist, darüber werden wir heute sicherlich einiges hören von einem Spezialisten zu Warhol, denn wir haben ja das Glück, dass Henning Engelke, der hier in der Kunstgeschichte eine Säule der Filmanalyse ist, also nicht Dilettant wie ich, sondern schon in beiden Qualifikationsarbeiten, also in der Doktorarbeit und wie jetzt schon in der Habilitation mit Filmwissenschaft beschäftigt, dass er ja also auch schon über Warhol publiziert hat, über das Frühwerk publiziert hat. Und ich finde heute thematisch auch die Überleitung zur Godard-Vorlesung besonders schön zeigt, weil ja auch hier ein gemeinsames Thema, nämlich die Kritik an Hollywood sozusagen auf dem Tablett ist hier vielleicht zu diskutieren und darüber wird es ja gehen. Also ich denke, fast alle werden Henning Engelke kennen, aber ich möchte noch ein bisschen erinnern, an ein paar Publikationen aufführen. Er ist eben in der Kunstgeschichte schon seit einigen Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er hat seine Promotion geschrieben über den Dokumentarfilm und die Fotografie, Bildstrategien in der englischsprachigen Ethnologie 1936 bis 1986. Zu erwähnen hier in diesem Zusammenhang ist ein besonders interessanter, ausführlicher Aufsatz über Andy Warhols frühe Filme mit dem Titel Just Look at the Surface, Andy Warhols frühe Filme und das New American Cinema, in dem Sammelband von Rolf Bier, Who's That Pale Man, in München 2010 erschienen. Dann der Aufsatz Rasende Kamera oder Visionäres Auge, Parker Tyler, Stan Brakhage und die romantische Wende der Filmavantgarde, bereits ein Kapitel, das sozusagen auf die Teil der Habilitation ist. Und dieses Habilitationswerk ist kurz vor der Vollendung und richtet sich auf den US-amerikanischen Experimentalfilm von 1940 bis 1960, also praktisch die Zeit vor Andy Warhol. Ja, im Herbst erscheinen dann in einem Sammelband Bewegtbilder, ist der Titel von dem Sammelband, Grenzen und Möglichkeiten einer Bildtheorie des Films, Susanne Langer und Parker Tyler über Film als multimodales Medium. Und es erscheint der Aufsatz Filmisches Wissen und der Geist des Kalten Krieges, kybernetische Modelle bei Gregory Bateson und Weldon Keyes. Und es ist natürlich zu erwähnen, dass Henning Engelke die in zwei Wochen eröffnende Ausstellung zu Fassbinder mit konzipiert hat. Das war meine Vorstellung und jetzt freuen wir uns alle auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und ich freue mich natürlich auch, vor so vielen Leuten hier sprechen zu können. Und ich freue mich auch darauf, gleich der starken Bindung an die Warhols, an die Romantik, die Vincent Sediger und Marc Siegel eingeführt haben, etwas widersprechen zu können oder doch zu versuchen, diese starke Bindung etwas zu lockern. Andy Warhol war von Anfang an eine kontroverse Künstlerpersönlichkeit. In einem Artikel von 1966 beobachtet James Stoller: Loathing for Warhol, as it was doubtless meant to, comes by now, for some time has come, naturally. The outrageous waste of film and money, the Reynolds-wrapped factory, the peroxide public appearances, Edie Sedgwick on the fashion page at the height of everyone else's moral involvement in Vietnam protest, and all the other manifestations of what is easily seen
as an unwarranted and irresponsible success. Stoller fährt mit einer unheimlichen Vorhersage fort. Warhol residiere in olympischer Gleichgültigkeit über den scheinbar unpolitischen und selbstbezüglichen Produktionen seiner Factory. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis jemand die Provokation auf diese Provokation reagiere und Warhol von seinem Thron herunterschieße. Stollers Prophezeiung ist ambivalent. Im übertragenen Sinn kündigt sie einen bevorstehenden künstlerischen Absturz an. Doch zugleich verweist sie auf die tatsächliche Gefahr, die Warhols provozierender und untrennbar mit der Provokation seiner Kunst verbundener Erfolg heraufbeschwor. Wie wir heute wissen, feuerte nur 2 Jahre später Valerie Solanas eine Pistole auf Warhol ab und verletzte ihn schwer. Wir wissen auch, dass sich der künstlerische Absturz nicht ereignete. Warhol zu einer der beherrschenden Figuren des Kunstmarkts, einem der bekanntesten Künstler des 20. Jahrhunderts und einer bis heute einträglichen kommerziellen Marke wurde. Es waren letztlich Warhols Gemälde, genauer seine Siebdrucke, denen er seine Bekanntheit und kunsthistorische Kanonisierung verdankt. Für Stoller aber sind Warhols Filme, trotz oder gerade wegen ihrer provokanten Gleichgültigkeit, die entscheidenden Werke. Ich zitiere, I hope it will be remembered when Andy comes tumbling down that he has shown movies of some interest. Also doch Movies vielleicht. Warhol hörte, auch wenn er dies gelegentlich behauptete, niemals ganz auf, Siebdrucke zu produzieren. Für einen großen Teil der 1960er Jahre aber war er hauptsächlich als Filmemacher tätig und wurde auch als solcher wahrgenommen. Dass seine Siebdrucke später ungleich stärker rezipiert wurden, hat sicher mit den Vorlieben des Kunstmarkts ebenso wie mit dem konservativen Impetus von Museen und akademischer Kunstgeschichte zu tun. Ob als Warenobjekt, Ausstellungsstück oder Forschungsgegenstand, die Siebdrucke ließen sich in die anerkannte Gattung der Malerei einordnen und entsprechend behandeln. Hinzu kam, dass Warhol um 1970 die meisten seiner Filme aus den 1960er Jahren aus dem Verleih zurückzog. Bis vor wenigen Jahren waren sie so gut wie nie zu sehen. Vor allem der unermüdliche Einsatz der 2010 Verstorbenen, ich denke, an sie sollte man auch in diesem Zusammenhang erinnern, Kelly Angel, brachte diesen wichtigen, in vielerlei Hinsicht zentralen Teil von Warhols Werk wieder ans Licht. Die Provokation, die Stoller eindringlich beschreibt, ist ohne Warhols Filme nicht zu verstehen und auch nicht die aus ihr erwachsene Herausforderung für Film und Kunstwissenschaft. Douglas Grimp, der im nächsten Jahr in unserer Reihe sprechen wird, hat maßgeblich dazu beigetragen, diese theoretische, ästhetische und politische Herausforderung sichtbar zu machen. Grimp zeigt, dass die hermeneutische Methode der Kunstgeschichte Fragestellungen hervorbringt, die angesichts von Warhols Werk unbeantwortet bleiben müssen. Dies gelte für die an Konzeptionen der historischen Avantgarden orientierte Frage nach Kritik oder Affirmation, ebenso wie die Frage, ob Warhols Bildproduktion auf eine historische Realität referiere oder ein unabschließbares Spiel von Simulakren heraufbeschwöre. Seine Kritik orientiert sich wesentlich an Autoren der Zeitschrift, also richtet sich wesentlich an Autoren der Zeitschrift Oktober, insbesondere Rosalind Krauss und Hal Foster. Deren aus einem im Prinzip formanalytischen Ansatz heraus entwickelten Sichtweise eines systemkritischen Warhol stellt er eine genaue Analyse des Kontexts von Warhols Bildproduktion entgegen, die Warhols Homosexualität und die queere Szene der Factory in den Vordergrund rückt. Grimp kann Warhols Werke so im Sinne einer konsequenten Destabilisierung sexueller Identitäten erschließen. Es war wohl auch dieser Aspekt, der die von Stoller wahrgenommene Bedrohung der Person Warhols heraufbeschwor. Die Destabilisierung betrifft zugleich aber auch die in der Forschungsperspektive, dem Grimps Verständnis von Cultural Studies, keine unbeteiligte Sicht von außen mehr sein kann, keine kohärente Subjektposition mehr voraussetzen kann. Ich zitiere, rather, it means recognizing the contingency, the instability of one's own position, the necessary situated place from which one speaks, the fragmentation and partiality of one's vision. Zitat Ende. Warhols Werk bildet für Grimp den Ausgangspunkt einer Methode politischen Engagements, die die Queerness Warhols und seines Umfelds kritisch auf aktuelle gesellschaftliche und politische Diskurse bezieht. Dies gilt insbesondere für Warhols Filme, die Grimp in seinem 2012 erschienenen Buch Our Kind of Movies, The Films of Andy Warhol,
gegen die Tendenz ausspielt, Queerness zu normalisieren, in herrschende Strukturen einzuordnen. Warhol wird für Crimp zu nicht weniger als einem Modell für Geschichte, Filmgeschichte zumal, als einem von politischen wie persönlichen Ansprüchen und Bedürfnissen durchdrungenen Projekt. Ich zitiere: Far from abandoning history, cultural studies works to supplant this reified art history with other histories, histories written, for example, in relation to the Warhol we need and the Warhol we deserve. What is at stake is not history per se, which is a fiction in any case, but what history, whose history, history to what purpose. Zitat Ende. Crimp's Warhol entwickelt in den technischen Bildmedien und mit Motiven und Verfahren der populären Massenkultur Strategien, die die hegemoniale Identitätskonstruktion des Mainstream zugunsten polymorpher sexueller Identitäten von innen heraus aufsprengen, die Alteritätsdiskurse durch alternative historische Kontexte unterlaufen und die, wie Crimp im Epilog von Our Kind of Movies ausführt, unsere Wahrnehmung radikal verändern oder genauer befreien. Dieser Warhol ist offenkundig weit entfernt von der Provokation einer indifferenten, apolitischen und verantwortungslosen Figur, die Stoller wahrnimmt. Beide Sichtweisen aber waren von Anfang an verbreitet und sie gehören in gewisser Weise zusammen. Crimp schließt im Epilog seines Buchs ganz bewusst einen Kreis. Er zitiert die Begründung, die Jonas Mekas 1964 für die Vergabe des 6. Independent Film Award an Warhol anführte. Das war gewissermaßen Warhols erste Sichtbarkeit als Filmemacher. Warhol habe in seinen Filmen, so Mekas, eine neue Weise des Sehens auf die Welt und das Kino eröffnet. Mit diesem Verweis verknüpft Crimp seinen methodischen Ansatz mit den Zielen und der Rhetorik des Underground-Film, dessen wichtigster Sprecher und Organisator Mekas war. In dieselbe Richtung zielt Mark Siegel, einer der Organisatoren unserer Reihe, den Sie ja schon kennengelernt haben, in seinem wundervollen Aufsatz Doing It for Andy, wenn er die kooperative Arbeitsweise der Factory als gegenkulturelles Modell zu Hollywood herausstellt. Auch J.J. Murphy, der einen ganz anderen, formanalytisch ausgerichteten Ansatz verfolgt, bemerkt in seinem ebenfalls im vergangenen Jahr erschienenen Buch zu Warhols filmischem Werk: Warhols films challenged industrial conventions of cinema in the same radical manner that pop art altered what most people considered to be painting and sculpture. Der kritische, befreiende, gegenkulturelle Warhol, den der oft kritisierte P. Adam Sidney übrigens schon 1974 beschrieb, erfasst aber, wie ich in meinem Vortrag zeigen möchte, nur eine Seite. Warhols Interesse an der Hollywood-Filmindustrie, den Klatschgeschichten der Stars und ihren öffentlichen Bildern ist nicht allein auf eine subversive Aneignung und eine Camp-Faszination zurückzuführen. Hollywood bildete für ihn vielmehr ein positives Modell, das seine künstlerischen Strategien, seine Repräsentation queerer Gegenkulturen ebenso wie seine öffentliche Selbstinszenierung und Vermarktung systematisch anleitet. Die gegenwärtige Forschung stellt, ungeachtet der Diversität und Diskrepanz ihrer Ansätze, Warhol als einen Künstler dar, der die im Kern postmoderner Dekonstruktion angelegte romantizistische Idee einer positiven moralischen Befreiung vorführt. Sie übersieht dabei die Herausforderung eines gewissermaßen industriellen Warhol, die Herausforderung der in seinem Werk und insbesondere in seinen Filmen eingeschriebenen Metapher des Subjekts als Maschine. Es geht mir keinesfalls darum, die Gültigkeit der profunden Einsichten von Crimp, Siegel und anderen in Frage zu stellen. Doch kann die Betrachtung von Warhols Maschinenmetapher, wie ich glaube, einen Aspekt beleuchten, der den Cultural Studies und auch anderen neuen Forschungsansätzen als eine verborgene methodische Prämisse eingeschrieben ist. Diese Prämisse widerspricht nicht völlig der Auffassung eines festgelegten Identitäten und historischen Narrationen aufsprengenden Warhol, doch sie modifiziert sie in einem zentralen Punkt. Befreiung, Imagination und Identitätskonstruktion verbinden sich in verstörender, provozierender Weise mit einem technologischen Dispositiv des Films und der Vorstellung einer durch und durch technizistischen Kultur. Das Modell dafür fand Warhol ganz buchstäblich in Hollywood vor. Die beiden Filme, die Warhol im Oktober 1963, also vor genau 50 Jahren in Los Angeles drehte, das ist wirklich ganz genau zu dieser Zeit, vor 50 Jahren stand Warhol mit seiner Bolex in Los Angeles und hat gefilmt. Diese Filme widersetzen sich der Einordnung in das gängige Schema seines filmischen Werks.
Sie zeigen nicht die bekannten, stumm mit feststehender Kamera aufgenommenen Tableaus reduzierter Handlungsabläufe oder vermeintlich reduzierter Handlungsabläufe. Sleep, Kiss, Eat, die für Walls vermeintlich minimalistische Phase charakteristisch sind. Die Handkamera, mit der Elvis at Ferris aufgenommen wurde, ist ständig in Bewegung. Der Tonfilm Tarzan and Jane Regained, sort of, erzählt zudem in Spielfilmlänge eine, wenn auch fragmentarische und unvollständige Geschichte, mischt Farb- und Schwarz-Weiß-Material, Popmusik und eingesprochenen Kommentar wechseln sich ab. Diese Filme zeigen genau das nicht, was Jonas Mekas in seiner Begründung des Independent Film Awards anführt, nämlich Taking Cinema Back to Its Origins, to the Days of Lumière. Es ist möglich, dass Warhol in Elvis at Ferris und Tarzan and Jane noch experimentierte. Er hatte sich erst im Juli 1963 eine Bolex 16mm Filmkamera gekauft. Sein erstes Motiv war der schlafende John Giorno. Aus diesen Aufnahmen schnitt Warhol unterstützt von der Schülerin Sarah Dalton in den folgenden Monaten Sleep zusammen. Noch im Sommer entstanden auch erste Aufnahmen für Kiss. Warhol dokumentierte außerdem in einem dreiminütigen, von der Polizei im Zuge einer anti-homosexuellen Razzia beschlagnahmten und verloren gegangenen Film die Dreharbeiten zu Jack Smith Normal Love. Als er sich im September auf den Weg nach Los Angeles machte, waren weder Sleep noch Kiss fertiggestellt. Die Grundidee für Sleep stand aber wohl schon fest, denn Mekas konnte in der Village Voice berichten, wenn auch nicht ganz zutreffend, Warhol arbeite an einem 8-stündigen Film, der nichts weiter als einen schlafenden Mann zeige. Den Anlass für Warhols Reise nach Los Angeles bot die Eröffnung seiner Ausstellung in der Ferris Gallery am 30. September. Warhol reiste nicht mit dem Flugzeug an, sondern fuhr gemeinsam mit Taylor Mead, Gerard Malanga und Win Chamberlain quer durch die USA. Dahinter stand offenbar so etwas wie die Idee einer Erkundungsreise der amerikanischen Kultur. Zumindest, wenn man Warhols Ghostwriter Pat Hackett Glauben schenkt, der Warhol den Satz zuschrieb: "The farther west we drove, the more pop everything looked on the highways." Selbst wenn der Satz nicht von Warhol stammen sollte, fasst er treffend seine Rezeption als die eines gewissermaßen Ethnographen der amerikanischen Konsumkultur zusammen. Sein künstlerischer Durchbruch lag noch nicht lange zurück. Im vorangehenden Jahr erst war er mit zwei Ausstellungen in der Kunstszene hervorgetreten. In der New Yorker Stable Gallery hatte er unter anderem seine 210 Coca-Cola Bottles und eine Reihe von Marilyn Monroe Bildern ausgestellt. In der Ferris Gallery die Serie der Campbell Soups. Nun kam er zurück in die Ferris Gallery mit Bildern, die sich ausschließlich auf Motive des Hollywood-Kinos konzentrierten. Porträts von Liz Taylor und ganzfigurige Elvis Presleys auf silberfarbenem Grund, für die ein Aushangfoto zu Don Siegels Western Flaming Star als Vorlage diente. Das sind jetzt hier Warhols Bilder und das ist das Aushangfoto. Die Motive, und das ist die Ausstellungsansicht aus der Ferris Gallery. Die Motive passten sich offensichtlich dem Ausstellungsort in der Metropole der Filmindustrie an. Doch hatte sich Warhol schon vorher nicht nur in den Marilyn-Bildern mit dem Kino auseinandergesetzt und sein Interesse ging über die Aneignung von Motiven hinaus. Die Konzeption der Silver Elvises selbst zeigt, wie sehr filmische Verfahren seinen Siebdruck beherrschten. Dass er die Bilder auf einer Rolle nach Los Angeles schickte, die der Galerist Irving Blum in Einzelbilder zerschneiden und auf die mitgelieferten Keilrahmen spannen musste, mag noch als vager Verweis auf filmischen Schnitt oder sowas und zugleich ein Spiel mit künstlerischer Kontrolle gesehen werden, die er eben ja damit zum Teil aus der Hand gibt. Doch die durch die dichte Hängung und gelegentlich auch überlagerten Drucke hervorgehobene Multiplikation desselben Motivs trägt unmissverständlich filmische Konnotationen. Nicht nur ruft sie fotografische Reproduktion, sondern trotz des Hochformats auch die serielle Reihung filmischer Bildkader auf. Sie suggeriert eine in Phasenbildern eingefrorene Bewegung, die potenziell animiert werden zu können scheint. Unmissverständlich ist der filmische Verweis der Figur des Pop- und Filmstars Presley, die sich auf Silverscreens abzeichnen, also Silverscreens den Kinoleinwänden, und wiederum eine unrealisierte und unrealisierbare Filmprojektion impliziert. Der Film Elvis at Ferris ist als Dokumentation dieser Ausstellung nur unzureichend beschrieben. Warhol führt hier vielmehr die in der Geste des Filmstars wie der Bildreihung der Ausstellung angelegte Idee von Erstarrung und Animation fort.
Der Film beginnt mit Außenaufnahmen vor der Galerie, in denen der Galerist Irving Blum zu sehen ist. Eine Aufnahme von Blums Gesicht ist unmittelbar mit einer Großaufnahme von Elvis Presleys Gesicht zusammengeschnitten. Innen und außen sind ebenso miteinander verknüpft wie das Bild eines lebenden Menschen mit dem Bild eines Bildes. Im weiteren Verlauf des Films schwenkt Warhol in vertikalen und horizontalen Bewegungen seine Elvis-Siebdrucke ab. Murphy beobachtet eine anthropomorphe Qualität einiger Schwenkbewegungen. As if massaging the life-size image of Elvis dressed as a cowboy. Doch insgesamt sind die Schwenks von den einzelnen Bildern abgekoppelt. Sie folgen gerade nicht Bilddetails oder gestalterischen Merkmalen. Wo die Figur des Elvis mit gezogener Pistole eine auf den Betrachter gerichtete Ausdrucksgeste vollführt, reproduziert die bewegte Kamera, obwohl sie in der Hand gehalten wird, eher den repetitiven Gestus der Bildreihung. Dies gilt auch für die schnell montierten, pixelationsartigen Abfolgen von Bilddetails. Im Hintergrund steht offenkundig die Idee einer Animation der Bilder. Doch zeigt sich diese Suggestion von Animation zugleich als das Ergebnis einer rein mechanischen Wiederholung. Für die Serie der Elvis-Bilder gibt es ein unmittelbares Vorbild, auf das zuerst Peter Wallen hingewiesen hat. Das Titelbild der Zeitschrift Le Film Français vom Januar 1955. Es zeigt eine diagonal in die Bildtiefe führende Plakatwand, auf der vielfach wiederholt Marlon Brando als Star von Elia Kazans On the Waterfront zu sehen ist. Nicht nur die serielle Anordnung des ganzfigurigen Bildes eines männlichen Filmstars greift der Elvis-Serie voraus. Wenngleich nicht so eindeutig auf den Betrachter ausgerichtet, ist Brando in einer ähnlichen Haltung wie Elvis gezeigt und auch er hält eine allerdings herabgesenkte Pistole in der Hand. Das kann man, glaube ich, so ungefähr erkennen. Warhol kannte dieses Bild aus Edgar Morins sozialgeschichtlicher Studie des Starsystems, die 1960 in englischer Übersetzung als The Stars erschien. Warhol besaß dieses Buch und es war für ihn, wie Gerard Malanga berichtet, in den Jahren 1962 und 1963 überaus wichtig. Es ist denkbar, dass Warhol auch andere Bildideen aus dem Buch und als professioneller Werbegrafiker nicht zuletzt aus dessen Layout aufgriff. Warhols Film Kiss etwa findet eine Entsprechung in der Reihung unzähliger Filmküsse, die Morins Buch illustrieren. Die Reihe beginnt mit dem Kuss der Bühnenschauspieler May Irwin und John Rice in einem Film Edisons von 1896, zeigt europäisches Kino mit Farley Granger und Alida Valli in Visconti's Senso, eine Reihung von Hollywood-Stars und auch den außerfilmischen Kuss von Marilyn Monroe und Joe DiMaggio auf dem Titel einer Tageszeitung. Technisch ähnelt Warhols Kiss, abgesehen von Zoom-Bewegungen, mit seiner Reihung statischer Aufnahmen tatsächlich am ehesten dem Film Edisons. Die Konzeption des Films aber bezieht sich auf spätere Formen des Kinos und des Starsystems. In Elvis at Ferris nimmt Warhol das Wechselspiel von filmischer Aufnahmetechnik und der Illusion einer animierten, lebendigen Person in den Blick. Er zeigt gerade im Auseinanderfallen von Bildmotiv und Kamerabewegung, wie Elvis als Star und erotische Ikone aus der technischen Apparatur des Kinos erwächst. In Kiss stellt er den Reproduktionscharakter filmischer Emotionen in der seriellen Anordnung der Filmküsse aus. Hier zeigt sich eine weitere Affinität zu Morin, unabhängig davon, ob Warhol tatsächlich von The Stars ausging oder ob er darin lediglich eine Bestätigung und Verbalisierung seiner ästhetischen Strategien finden konnte. Morin argumentiert in seinem Buch, dass sich die emotionalen Konnotationen der Filmstars historisch veränderten. Waren die Stars in der Stummfilmzeit in ihren Filmrollen ebenso wie in ihrer öffentlichen Persona distanzierte Gottheiten, wie Morin es ausdrückt, so holt der Tonfilm sie auf die Erde zurück ins Leben der Mittelklasse als neuer Schicht von Kinogängern. Der Star wird zu einer Figur an der Schwelle von Wirklichkeit und Imagination, die auf Identitätsvorstellungen und Wirklichkeit der Mittelklasse zurückwirkt. The soul's life, ich zitiere Morin, the soul's life broadens, enriches itself, even hypertrophies at the heart of middle class individuality. For the soul is precisely that symbiotic site where real and imaginary encounter and feed upon each other. Love, that phenomenon of the soul which mingles most intimately our imaginary projection, identifications in our real life, assumes an increased importance. Zitat Ende.
Richard Meyer hat eindrücklich dargelegt, wie Warhol dieses Phänomen der Mittelschicht umkehrt, um die serielle Reproduktion der Serienreproduktion ein Space of Gay Male Desire abzugewinnen. Meyer verwendet zur Charakterisierung des Verhältnisses von Reproduktion, Serialität und Identität den in der schwulen Kultur der USA der späten 1970er Jahre gebräuchlichen Begriff des Clone, um das Verhältnis von Reproduktion und Identitätskonstruktion zu beschreiben. Die Vermischung technizistischer und biologischer Konnotationen im Begriff des Clone findet ein Gegenstück in Morins Beschreibung der historischen wie ideellen Genese des Films. Ich zitiere nochmal Morin. The decisive stage approaches when the personality of the interpreter breaks from the character he's playing as from a chrysalis. The character will also have to be diversified and the unique hero of the series makes way for multiple heroes, different but at the same time alike, according to the requirements of the film. Then the interpreter's name becomes as important as, and even more important than, that of the character he plays. And finally, the dialectic of the actor and the role is instituted, a machine in which the star descends upon the earth. Bestätigung für die Weise, in der er Sexualität, Mechanik und Bildproduktion miteinander verkoppelte, konnte Warhol aber natürlich nicht allein bei Morin finden. Es waren diese Elemente, die das Werk Marcel Duchamps durchzogen, und auch Duchamp trat mit Anemic Cinema als 1926 als Filmemacher in Erscheinung. Wie Duchamps großes Glas präsentiert auch Elvis et Ferris eine sich in der Bildmechanik immer wieder entziehendes Objekt des Verlangens. Warhol traf auf seiner Reise nach Los Angeles mit Duchamp zusammen bei der Eröffnung von dessen großer Retrospektive im Pasadena Art Museum. Die Ausstellung wurde kuratiert von Walter Hobbs, der die Ferris Gallery zusammen mit Blum betrieb. Warhol filmte Duchamp auf der Eröffnung, doch verwendete er diese Aufnahmen nicht im zweiten Film seiner Reise, Tarzan Jane Regained, Sort of, der trotz seiner ansatzweisen Spielhandlung auch als ein Film über Schauplätze und Begegnungen Warhols in Los Angeles betrachtet werden kann, oder, wie David James es nennt, als Hybrid Home Movie. Tarzan und Jane gehört zu den weniger besprochenen Filmen Warhols. Wenngleich Crimp die übliche Periodisierung von Warhols Werk in Frage stellt, sieht auch er diesen Film als essentially unique an und geht nicht weiter auf ihn ein. Murphy bemerkt zwar auch, der Film sei anomalous, gesteht ihm aber dennoch eine bedeutsame Rolle zu. Ich zitiere: the film demonstrates Warhol's interest in narrative in a performance-oriented cinema, in the abdiction of authorial control and the debunking of Hollywood's conception of masculinity. Auf den ersten Blick bestätigt der Film Murphys Konzeption einer kritischen Reflexion bzw. Dekonstruktion des Hollywood-Kinos. Dies betrifft nicht nur die extrem nachlässige technische Gestaltung, sondern auch die fragmentarische Handlung. Tarzan und Jane scheint sich in mehrfacher Hinsicht in die Tradition von Underground-Filmen wie Ken Jacobs' Blonde Cobra, Ron Rice's The Flower Thief oder Vernon Zimmermans To L.A. with Lust mit ihrem Happening-Charakter einzuordnen. Ihren zerfallenden Narrationen, ihre Auflösung von Handlungs- und Identitäts- und Bedeutungskonventionen. Die zentrale Figur in The Flower Thief und To L.A. with Lust ist zudem Taylor Mead, der in Warhols Film die Figur des Tarzan im buchstäblichen Sinn verkörpert. Mead wurde, noch bevor Warhol sein eigenes System der Superstars kreierte, zu so etwas wie einem Star des Underground. Ein Underground-Star, sort of. Warhols Film unterscheidet sich allerdings in entscheidenden Aspekten von den Underground-Filmen. Diese weisen sich zumindest häufig, also es ist immer schwierig, das wirklich zu generalisieren, aber häufig als politisch, sich offen als politisch aus- und dekonstruieren filmische wie gesellschaftliche Konventionen in einer Weise, die sich mit romantischen Vorstellungen einer apokalyptischen Katharsis verbindet. Also die Gesellschaft ist zerrüttet, kommt an ein Ende und die Filme schlagen da eine Bresche rein und wollen also irgendwie aus dieser zerrütteten Gesellschaft wieder was Neues kreieren.
Auch wenn er von Taylor Mead geschnitten und mit einem Soundtrack aus Kommentar, Popmusik, klassischer Musik und akustischem Fundmaterial versehen wurde, ist Tarzan & Jane sehr viel distanzierter, nimmt in allen anderen Filmen spürbare Rebellion gegen eine korrupte Gesellschaft zugunsten eines subtileren Verfahrens zurück. Nicht ganz unzutreffend beschreibt Stoller den Film in einer Rezension von 1964 in Begriffen, die eher nach Hollywood als nach Underground klingen. Mead and Warhol have given us an hour of Arcadian comedy, sweet and incalculably beguiling and containing nothing of desperation or hurt, nothing, paradoxically, of that worldly ugliness Taylor Mead starts by epitomizing. Warhol eignet sich, trotz der unübersehbaren technischen Unzulänglichkeiten, auch hier Hollywood nicht allein motivisch, sondern systematisch, methodisch an. Wenn von einer Narration des Films die Rede ist, dann weniger im Sinne einer abgeschlossenen Erzählung. Obwohl der Film eine erkennbare Exposition und einen Schluss aufweist, sind über weite Strecken lediglich Episoden aneinandergereiht. Diese spielen mal deutlicher, mal versteckter auf Motive aus den Serien der Tarzan-Filme der 1930er bis 1950er Jahre an. Die Kooperation Warhols und Meads an dem Film müsste wohl in die Reihe von Warhols späterer filmischer Zusammenarbeit mit Ronald Tavell, Chuck Wien und Paul Morrissey aufgenommen werden. Mead sind zweifelsohne die parodistischen Bezüge von Bild und Ton zuzuschreiben. Den Ton hat er montiert. Dies gilt nicht nur, wenn er selbst den Kommentar einsprechend seinen schmächtigen Körper als Magnificent Torso bezeichnet oder vorgibt, die Sprechblase eines Comics vorzulesen. Where is Jane? Crunch, crunch. Auch der eingespielte Kommentarton eines biologischen Lehrfilms dürfte von Mead beigesteuert sein. Solche Lehrfilme verwendete allerdings einschließlich der Bildebene auch Ken Jacobs in seinem monumentalen Filmprojekt Star Spangled to Death, das sich von den frühen 1960er Jahren bis in die Zeit der Bush-Cheney-Regierung zog. Auch vermischte Jacobs, wie Warhol und Mead, in Tarzan & Jane Farb- und Schwarz-Weiß-Material. Beide Filme behandeln zudem exotistische Klischees. Doch ist Jacobs bittere Anklage in Tarzan & Jane durch eine andere, nichtsdestoweniger enthüllende Strategie ersetzt. Während Meads Tarzan, der mit ihm in einer Badewanne sitzenden üppigen Jane, gespielt von Naomi Levine, Wasser auf die Brust träufelt, erklärt die sachliche Stimme des Lehrfilms, wie der Austausch von Chromosomen bei der Befruchtung einer Eizelle abläuft. Später vergleicht Mead als Tarzan seine Muskeln mit den ausgeprägteren Dennis Hoppers, während dieselbe Kommentarstimme ungerührt über Inherited Traces doziert. Der entscheidende Zug aber, den man wohl Warhol zuschreiben muss, ist einfacher und folgenreicher. Er besetzt nämlich ganz einfach den schmächtigen Mead als Tarzan in der Nachfolge der Muskelmänner Johnny Weissmuller und Lex Barker, der ebenfalls übrigens bei Morin abgebildet ist in dieser Form. Und das hier sind Warhol und Mead in Tarzan & Jane. Auf diesem Zug beruht das gesamte Spiel der imaginären Anverwandlung, das der Film vorführt. Murphy nennt diese Aneignung und Umwandlung bekannter filmischer Muster Warhols Transformation. Ich zitiere, in Warhols Imagination, Mead can play Tarzan, well-known Los Angeles locations can replace the jungle, dogs and cats can substitute for wild animals, a hotel swimming pool can be a river, a doll can substitute for a person in a heroic rescue, actors can refuse to follow scripts, stunts can be obvious, sexual subtext can be made overt, and Jane can somehow turn into a dog. Zu Murphys Liste müsste man noch einen, wie ich glaube, entscheidenden Aspekt hinzufügen. Ein technisch absolut amateurhafter Film kann für eine Produktion der Filmindustrie einstehen, wenn auch nur sort of. Tarzan & Jane scheint in vielfacher Hinsicht die späteren Filme Warhols vorwegzunehmen, die sich nicht nur narrativer Elemente des kommerziellen Spielfilms bedienten, sondern die, insbesondere The Chelsea Girls, auch kommerziell erfolgreich waren. Doch ist die Reihung der Szenen in Tarzan & Jane prinzipiell analog zur Reihung der Elvis-Figuren in der Ferris Gallery. Den Schwenks in Elvis at Ferris oder den Wiederholungs- und Reihungsstrukturen von Filmen wie Kiss, Sleep, Eat oder den Screentests. Tarzan & Jane reiht zwar nicht gleichartige Bildmotive oder Handlungen aneinander, wohl aber abgewandelte Stereotype und genretypische Szenen. Sicher, Meads Schauspiel ruft so etwas wie ein kindliches Spiel der Fantasie auf.
Dies wird unterstützt durch Szenen, in denen Mead tatsächlich mit Kindern spielt. Doch geht es Warhol nicht allein um eine naive Subversion oder subversive Naivität. Unabhängig davon, wie geschickt, ungeschickt Mead den Tarzan mimt, seine ständig herabrutschende Badehose hochzieht, auf seine schmale Brusttrommel sich an Turnringen als Lianenersatz über den Muscle Beach schwingt oder mit einem Gartenschlauch kämpft. Und unabhängig davon, dass Naomi Levine kaum spielt, sondern meist lediglich ihren bekleideten oder nackten Körper der Kamera präsentiert, unabhängig davon, dass die Bilder immer wieder unter-, überbelichtet, unscharf, verwackelt, im Farbkontrast verschoben oder merkwürdig kadriert sind, Warhol gibt nicht bloß vor, ein Movie zu drehen. Sein Film dringt buchstäblich wie metaphorisch in das Zentrum der Filmindustrie vor. Er zeigt die mechanische Reproduktion von Imagination und er führt Identitäten vor, die erst durch die technischen Bilder des Kinos möglich werden. Entwickelt Warhol hier bereits im Ansatz sein eigenes System der Superstars, so stellt er zugleich den Mechanismus seiner Selbsterschaffung als künstlerische Persona aus. Sein Modell für Mainstream-Identität, ebenso für queere Identitäten, ist der Filmstar. Dessen Identität ergibt sich nicht aus vermeintlichen inneren Qualitäten, sondern aus der Exposition eines veräußerlichen Image. Die Szene, in der Mead und Levine in der Badewanne sitzen, veranschaulicht dies exemplarisch. Sie könnte auf eine romantische Begegnung in einer Lagune anspielen, wie sie in den Tarzan-Filmen Hollywoods üblich ist. Warhol dehnt diese Szene mit minimaler Handlung über die Maßen aus. Wie im zeitgleichen Sleep oder kurz darauf in Kiss, Eat oder Empire. Mead kommentiert mittendrin aus dem Off: "This is the bathtub scene. It's endless. One of Andy Warhol's greatest scenes." Und er bricht in Gelächter aus. Ob Mead und Levine sich nun einseifen, die Beine rasieren, mit Wasser bespritzen, es geht stets darum, dass sie sich vor der Kamera exponieren. Das biblische Vorbild umkehrend reicht Mead als Tarzan und zugleich als Adam, Levine als Jane, respektive Eva, einen Apfel. Meads Geste könnte als Interaktion zwischen zwei Subjekten gedeutet werden. Sie teilen einen Apfel. Doch der Film zeigt die Interaktion als bloße Reproduktion entleerter Bildmuster. Die warburgsche Pathos-Formel des biblischen Ursprungsmythos, die bereits in den Tarzan-Filmen zur exotistischen Formel geworden ist, zeigt sich hier unverhüllt als Ergebnis einer mechanischen Reproduktion. Was zählt, ist allein, dass Mead und Levine filmisch aufgezeichnet sind, dass ihre Abbilder projiziert werden können. Ein Star zu sein, also eine Identität zu besitzen, bedeutet in dieser Logik nichts anderes als gefilmt zu werden. Subjektive Identität oder Seele ist ein Produkt des technischen Bildes und der technischen Reproduktion. Dies entspricht genau dem, was Morin als The Star-Making Machine beschrieb. Tarzan and Jane verwirklicht im Modus des Underground-Film eine Tendenz, die Morin als eine Entwicklung des Hollywood-Films der 1950er Jahre ansieht. Zum Glamour historischer und mythischer Stoffe trete eine erotische Fixierung auf angedeutete Nacktheit der weiblichen Filmstars. Ich zitiere nochmal Morin. "The movies multiply scenes of stars strip-teasing, swimming, undressing, dressing again, etc." Offenkundig passt nicht nur Levine in dieses Muster, sondern in einer für Warhol typischen Wendung auch Mead mit seiner ständig herabrutschenden knappen Badehose, die einen Kritiker veranlasste, sich darüber zu beschweren, dass ständig Taylor Meads Ass zu sehen sei. Diese Kritik bot Warhol den Anlass für seinen 76-minütigen Film Taylor Meads Ass, der, glaube ich, nicht in der Reihe läuft. Serialität und Reproduktion treten auch hervor, wenn der Underground-Star Taylor Mead durch den echten, wenngleich noch aufstrebenden Filmstar Dennis Hopper beim Erklingen eines Baums gedoubelt wird. Da sind die beiden zu sehen, wie sie also wetteifern. In dieser Szene integriert Warhol auch seine eigene Rolle als vermeintlicher Autor des Films in das Spiel filmischer Stereotype und fiktionaler Rollen. Er tritt hinter der Kamera hervor, um seinen aufbegehrenden Star Taylor Mead zu züchtigen. Die beiden Filme, die Warhol in Los Angeles drehte, setzen sich nicht allein mit der Bildlichkeit und Identitätskonstruktion des Hollywood-Kinos auseinander. David James' Charakterisierung dieser Filme als Avantgarde-Home-Movies ist durchaus zutreffend. Zeigt Elvis at Ferris eine Kunstausstellung, so treten in Tarzan and Jane mit Klaus Oldenburg, Wallace Berman, zwei Künstlerkollegen Warhols,
der Galerist Irving Bloom und mit Dennis Hopper, auch ein früher Sammler der Werke Warhols und Freund Bermans, auf. Warhols Hollywood Experience umfasste nicht nur die Filmstars, die auf einer von Hopper gegebenen Party traf, darunter Henry Fonda, vielmehr schloss sie auch die Duchamp-Ausstellung Pasadena, eine Galerieeröffnung Oldenburgs und die Begegnung mit Wallace Berman ein. Berman, eine zentrale Figur der Kunstszene der US-amerikanischen Westküste, hatte in Assemblagen und in seiner per Post an Freunde verschickten Zeitschrift Seminar vorgefundene, oft populärkulturelle Materialien in einer Weise kombiniert, die Affinitäten zu Warhols Arbeitsweise aufwies. Allerdings entzog Berman seine Arbeiten in scharfem Kontrast zu Warhol beharrlich der Vermarktung. Er arbeitete programmatisch und ausschließlich für eine kleine Gemeinschaft von Freunden. Es ist nicht ohne Ironie, dass seine Werke vor einigen Jahren ausgerechnet von der reinen Kommerzmaschine der Art Basel wieder ins Rampenlicht gerückt wurden. Oldenburgs Happenings und seine Pappmaché-Skulpturen wiederum überschnitten sich mit der Junk-Ästhetik des Underground-Films. Sein Store von 1961-62, den Michael Lüthi einen Schwellenraum zwischen Kunst und Nicht-Kunst nennt, fand ein Gegenstück in Jack Smith bereits 1957 eröffnetem Hyperbole Photography Studio. Tarzan and Jane kann so auch als ein Hommage an diese Künstler verstanden werden. Eine Hommage allerdings, die deren Konzepte weiterentwickelt und durch die Perspektive des Hollywood-Kinos konsequent mit der Metapher des Subjekts als Maschine verknüpft. 1969 formulierte der Dichter und Filmkritiker Parker Tyler eine ebenso umfassende wie scharfsichtige Kritik des Underground-Films. Tylers Kritik richtete sich wesentlich an der Rhetorik von Jonas Mekas und den Film Warhols aus. Neben den oft zitierten Vorwürfen des Voyeurismus, des Infantilismus und der Fetischisierung unbearbeiteten Filmmaterials zieht sich ein weniger beachtetes, aber nichtsdestoweniger bedeutsames Argument durch Tylers Monographie. Der Modus des Happening, den Tyler exemplarisch im Zentrum der Filme Warhols ausmacht, ersetze bewusste Erfahrung durch eine bloße Erweiterung von Sinneseindrücken. Darin bestünde seine, so Tyler, Historic Function. Menschliche Handlung werde, und hier greift Tyler die Metapher der Maschine und der Serienproduktion auf, zu bloßer Mechanik. Happenings have nothing but optical sensations to offer. Sensations that seem to change the individual consciousness by duplicating it in time and space, modulating normal vision and making human beings perform mechanical actions with a minimum of intelligible meaning. Der Underground erreicht einen Zustand der Mechanisierung, den Tyler mehr als 20 Jahre zuvor in Magic and the Myth of the Movies dem Hollywood-Kino unterstellte. Marshall McLuhan fasst Tylers Argument in einer zeitgenössischen Rezension prägnant zusammen. Ich zitiere: All the conscious intellectual activity of an industrial society is directed to non-human ends. Its human dimensions are systematically distorted by every conscious resource, while the unconscious and commercially unutilized powers struggle dimly to restore balance and order by homeopathic means. It is for this reason that Hollywood dominates the psychic life of America. Tylers Analyse und McLuhans Zusammenfassung spiegeln unter umgekehrten Vorzeichen eine berühmte Aussage Warhols wider. I want to be a machine, and I feel that whatever I do and do machine-like is what I want to do. Es ist mehr als fraglich, ob Warhol bewusst auf die Metapher des Menschen als Maschine anspielte, wie sie Norbert Wiener in der kybernetischen Informationstheorie der späten 1940er Jahre geprägt hatte. Aber Wieners Metapher hatte sich rasch über ihren ursprünglichen naturwissenschaftlichen Kontext hinaus verbreitet. Sie wurde zu einer Leitmetapher, die soziologische Konzepte, aber auch populäre Diskurse prägte, denen Warhol sie entnehmen konnte. Ohne Zweifel aber verwendete Morin seine Metapher der maschinell-biologischen Genese des Filmstars ausdrücklich im Sinn der Kybernetik. Morin war nicht nur mit den Arbeiten Wieners vertraut, sondern er beteiligte sich selbst an der Weiterentwicklung soziologischer Informationstheorie. Dass Warhols Äußerung in den Zeitraum fällt, in dem er sich mit Morin beschäftigte, mag reiner Zufall sein. Es ist aber angesichts der Bedeutung Morins für Warhols Bildproduktion wahrscheinlich, dass in seiner Äußerung ein Echo von Morin anklingt. In jedem Fall aber wurde der Film zu dieser Zeit für Warhol zum bevorzugten Medium, indem er seine serielle Ästhetik mit der maschinellen Bildproduktion verbinden konnte. Tylers Kritik der mechanischen Handlung in Warhols Film trifft insofern einen zentralen Punkt. Tyler wünschte sich eine anthropozentrische Dialektik,
die zur Entwicklung des menschlichen Bewusstseins und letztlich zur Überwindung oder wenigstens zur bewussten Reflexion dessen hinführt, was er als die industrialisierten Tagträume des Kinos verstand. Warhol aber findet in Hollywood und in den Figuren der Filmstars ein Modell für eine Ästhetik, in der der Mensch und die Maschine ununterscheidbar werden. Neben den vorgefertigten Handlungsschemata der Figuren in Tarzan und Jane und der filmisch noch einmal reproduzierten Serialität der Elvis-Porträts verschmilzt Warhol, wie Brandon Joseph gezeigt hat, etwa in Sleep Atembewegung und mechanische Reproduktion von Einstellungen. Dies hat weitreichende Folgen für die Identitätskonzepte von Warhols Filmfiguren. Identität lässt sich nun nicht mehr über Innerlichkeit oder Seele, sondern allein noch über die beobachtbare und filmisch reproduzierbare äußere Erscheinung, ein Image, bestimmen und über Aktion und Reaktion, also das, was vorhin in dem Zitat gesagt wurde, was passiert, wenn zwei Menschen sich begegnen. Das ist Aktion und Reaktion für Warhol. Die Tränen, die Anne Buchanan in einem Anfang 1964 gedrehten Screentest die Wangen herablaufen, bleiben völlig ambivalent. Sie können gleichermaßen als bloße physiologische Reaktionen gesehen werden, die durch Buchanans minutenlanges Starren in die Kamera ausgelöst wurden. Sie können ebenso als Ausdruck eines Gefühlszustands gedeutet werden und außerdem verweisen sie auf die gespielten falschen Tränen der Hollywood-Close-Ups. Was aber in Anne Buchanan tatsächlich oder vermeintlich vor sich geht, spielt keine Rolle. Ebenso wenig wie der wahre Charakter von Taylor Meaton, Naomi Levine oder Elvis Presley. Warhol behandelt die Identitäten seiner Stars wie kybernetische Black Boxes. Was zählt, ist die durch Input und Output bestimmte Erscheinung. Ein wie auch immer geartetes Innenleben ist irrelevant. Ich komme zum Schluss. Der kybernetische Warhol scheint zunächst in absolutem Widerspruch zu dem Warhol zu stehen, den Crimp glaubt zu verdienen. Dem Warhol, dessen Werk er sich als Befreiung von konventionellen Identitäten und historischen Narrativen wünscht. Doch ist dieser Warhol als blinder Fleck unverzichtbar in Crimps Methode eingeschrieben. Crimps postmoderne Vorstellung flexibler, nicht in einer unhintergehbaren Natur eingeschriebener Identitäten führt, wie der Wissenschaftshistoriker Peter Gallison demonstriert hat, nahezu bruchlos die Metapher des Menschen als Maschine fort. Gallison verweist auf das Fortleben des prinzipiellen Antagonismus der an Feuerleitsystem des Zweiten Weltkriegs entwickelten kybernetischen Metapher innewohnt, in der auf Konflikten unvereinbarer Diskursfelder, inkommensurabler Vernunftarten nennt er das, aufbauenden Theorie Jean-François Lyotard's. Er führt außerdem Donna Haraways Cyborg-Manifesto an, das die Maschinenmetapher essentialistischen Definitionen von Identität, Körperlichkeit, Natur, Kultur und Geist entgegenstellt. Doch lassen sich, wie Gallison überzeugend argumentiert, diese befreienden Vorstellungen nicht von den der kybernetischen Leitmetapher eingeschriebenen kriegerischen Konzepten trennen. Gallison schreibt, "The success of cybernetics in blurring the human and non-human have been most striking in the agonistic field, if not the battlefield itself. In choosing the cyborg to lead the flight from modernism, one risks reducing the picture of human capacities to one of tactical moves and counter moves in a metaphorical extension of automatic warfare." Unterschwellig, aber nichtsdestoweniger erkennbar, trägt Crimps, wie er es nennt, ethisch-politischer Ansatz die kybernetische Vorstellung einer radikalen Differenz und eines letztlich unzugänglichen anderen in sich. Crimp entwickelt seine Konzeption auf der Grundlage der mit Haraways Ansatz eng verwandten Thesen Yves Kossowski-Sedgwicks. Von Sedgwick übernimmt er die Vorstellung einer ethical necessity of developing ever finer tools for encountering, upholding and valuing others' differences, or better, differences and singularities. Die politische Wirksamkeit seines Konzepts der Scham ergibt sich daraus, dass er Scham gerade nicht, wie üblich, als eine mit Einfühlung verbundene Emotion auffasst. Scham als ein soziales Kontrollinstrument könne ausgehebelt werden durch die Akzeptanz radikaler Differenz, die aber zugleich die Möglichkeit der Identifikation begrenzt, radikal begrenzt. Ich zitiere Crimp: "In taking on the shame, I do not share in the other's identity. I identify only with the other's vulnerability to being shamed. In this operation, most importantly, the other's difference is preserved. It is not claimed as my own." Zu beachten ist vielleicht auch, dass er von Operation spricht, also ganz in so einer
unbewusst vielleicht kybernetischen Sprechweise. Wie Haraway und Sedgwick wendet auch Crimp die in der kybernetischen Maschinenmetapher angelegte Vorstellung der Kontrolle in eine Befreiungsvorstellung um. Genau dies geschieht auch, deutlicher noch an die metaphorische Verknüpfung von Technik und Organismus angelehnt, in Meyers Konzept von Warhols Klonen. Der Preis dieser Wendung aber ist der, dass das andere letztlich als unzugängliche Monade, als Black Box erscheint. Diese unausgesprochene Prämisse steht in Konflikt mit dem expliziten Anspruch der Cultural Studies, der von der romantizistischen Utopie einer umfassenden Befreiung des Subjekts getragen ist. Diesen theoretischen Anspruch leiten die Cultural Studies aus filmischen Praktiken und avantgardistischen Rhetoriken der 1960er Jahre ab, die sich in signifikanter Weise von Warhols filmischem Werk unterscheiden. In seinem eingangs erwähnten Artikel berichtet James Stoller von einem Film, den er anfänglich für eine Arbeit Warhols hielt und der ihn noch tagelang fesselte. Stoller war fasziniert davon, wie dieser Film in scharfem Kontrast zu allen Filmen Warhols, die er kannte, eine eindringliche Vision gemeinschaftlicher Aktivitäten vor Augen führe. A group of watchable people engaged in a communal activity, sharing. Es handelte sich um Jonas Mekas Award Presentation to Andy Warhol. Da Warhol nicht persönlich zur Verleihung des Independent Film Awards erscheinen wollte, suchte Mekas ihn gemeinsam mit dem Filmemacher Gregory Markopoulos in der Factory auf und drehte den Film, um Warhol wenigstens als filmisches Bild bei der Preisverleihung präsentieren zu können. Mekas imitierte in Award Presentation auf das Genaueste das, was er als Warhols charakteristischen Filmstil ansah. Vor einer statischen Kamera haben sich Warhol und seine Superstars zu einem Gruppenfoto, wie zu einem Gruppenfoto aufgebaut. Mekas überreicht, gewissermaßen als Ersatz für ein Preisgeld, einen Früchtekorb, aus dem sich die Anwesenden bedienen. Der Film zeigt dann, wie diese die Früchte herumreichen und in direkter Anspielung auf Warhols Eat, der einer der ausgezeichneten Filme war, essen. Mekas imitierte sogar die verlangsamte Abspielgeschwindigkeit von Warhols Stummfilmen. Da Mekas seinen Film jedoch mit Musik unterlegen wollte, musste er den Effekt aufwendig im Kopierwerk produzieren lassen. Die melodische Popmusik der Supremes, die Mekas verwendete, ist eine Hommage an Warhols Musikgeschmack. Sie trägt aber zugleich nicht unwesentlich zum harmonischen Eindruck der Gruppe bei. Mekas Film zeigt tatsächlich so etwas wie eine Gemeinschaft und der Akt des reziproken Teilens tritt emblematisch in einer Geste hervor, die Mekas selbst vorführt. Wieder spielt ein Apfel eine Rolle, denn Warhol reicht ihm einen Apfel, den Mekas, hier ganz litauischer Bauernsohn, erhebt, um sich vor der Gabe wie vor dem Geber zu verneigen. Award Presentation führt so in der Imitation Warhols beispielhaft Mekas eigene, immer wieder in seinen Texten propagierte soziale Vision des Underground-Films vor. Die utopische Vision einer neuen Gemeinschaft, die erwächst aus den Trümmern einer zutiefst korrupten und vor der eigenen apokalyptischen Selbstauflösung stehenden Gesellschaft. Es ist diese radikale Kritik, die die Cultural Studies in ihren engagierten Studien explizit aufgreifen. Für ein differenzierteres Verständnis von Warhols Werk, aber auch für eine differenziertere methodologische Kritik erscheint es mir notwendig, diese Unterscheidung von impliziter Prämisse und explizitem Anspruch anzuerkennen, Warhol gerade nicht ausschließlich aus der Perspektive eines romantizistischen Underground zu betrachten. Bei aller Faszination an Mekas Film gestand Stoller doch zu, dass Warhols unpersönliche Filme infinitely more honest sein. Diese Aufrichtigkeit ergibt sich daraus, so möchte ich schließen, dass Warhol die Bedingungen von Identität unter einem historisch kontingenten, aber nichtsdestoweniger beherrschenden maschinellen Paradigma nicht etwa kritisiert oder bestätigt, sondern lediglich zeigt. Darin besteht die anhaltende Provokation Warhols. Er macht etwas sichtbar, das offen zutage liegt, das aber gerade wegen seiner Alltäglichkeit kaum einmal wahrgenommen wird, und er spielt den Ball zurück. Man mag an eine Feedbackschleife denken, an Rezipienten, Kritiker, Kunstinstitutionen. Warhol zeigt uns also gerade nicht, wie Crimp in Anlehnung an Mekas schließt, unendliche neue Perspektiven des Sehens auf. Seine Filme führen vielmehr in einer Art Beobachtung zweiter Ordnung zurück zu den immer schon bekannten Dingen. Vielen Dank. Thank you.
begrüßen Sie Henning Engelke nochmal in unserer Gegenfrage zum Gespräch. Wir schließen gleich ein Gespräch an mit denen, die noch können, noch Kraft haben nach den drei Filmen. Und ich glaube, wir haben gesehen, das war eine sehr bewusst und gut ausgewählte Reihe hier, die uns erstmal so eine Idee gegeben hat, wie Warhol von seinen Siebdrucken, also Elvis et Fergus, wie er sozusagen das einbaut oder sozusagen, wo da eine Schnittmenge ist, wo eigentlich in den Siebdrucken schon Film ausgesagt wird, mit Film gearbeitet wird. Und wir haben auch der dritte Film war ja jetzt ganz wichtig, weil er deine These belegt hat, dass dieser Film von Jonas Mekas, der dieses Gruppenbild in der Factory zeigt, dass der sozusagen eine Perspektive auf Warhol geprägt hat, die du kritisch siehst, also eine gegenkulturelle Lesweise, die Warhol, wenn ich es mal vereinfachend sage, als Identifikationsfigur nimmt für einen, ja, romantizistischen, wie du sagst, Aufbruch in eine andere Kultur, auch eine queere Utopie, die da sozusagen der Autor ist mir jetzt gerade entfallen, Crimp hier aufscheint, und du hast es auch eingebettet in die Cultural Studies überhaupt, und dagegen stellst du deine These, dass Warhol eigentlich Hollywood positiv nimmt, eigentlich als Modell, und eigentlich uns Hollywood als maschinelle Konstruktion des Stars vorführt im Kern, so wie es ist, und sozusagen den Ball zurückspielt, ohne sozusagen eine freiheitliche Idee zu liefern im positiven, im romantischen Sinne. Ist das richtig? So mal so ganz grob? Ja, ich denke schon, das ist ganz grob, das ganz trifft, grob. Wobei ich nicht sagen würde, würde sagen, diese romantische oder romantizistische Lesart ist die explizite, von den Cultural Studies vertretene. Ich würde gar nicht sagen, dass die völlig falsch ist. Also ich würde gar nicht sagen, dass man Warhol nicht ganz so lesen kann. Ich denke nur, dass eben ein anderes Modell bei Warhol auch angelegt ist. Und dieses Modell ist das, was ich als blinden Fleck bezeichnet habe, der in der Methode der Cultural Studies, wenn man so will, mit angelegt ist. Dieser blinde Fleck betrifft eben die Frage danach, was kann eine Grundlage sein für eine Identitätspolitik, die auf einer freien Verfügbarkeit von Modellen, einer Wandelbarkeit, die sich mit Donna Haraway an einen Cyborg anlehnt. Also eine Konstruierbarkeit, das ist eben ja das, was als positiver Effekt gesehen wird, der ja durchaus auch in der Kybernetik angelegt ist als positive Utopie. Aber zugleich muss man dabei eben immer mitdenken, dass da dann eben Identität, also ich finde das jetzt gar nicht mal unbedingt negativ, aber es wird eben einfach in diesem Modell ausgeschlossen als etwas, was auf Innerlichkeit zurückgeführt werden kann, die ja gerade in diesem romantizistischen Modell stark gemacht wird. Und da ist so ein innerer Widerspruch einfach. Also sondern in diesem kybernetischen Modell wird eben Innerlichkeit als Blackbox behandelt. Also das war so, also was ich zeigen wollte, war eigentlich eine explizite Methode, die auf Innerlichkeit rekurriert, und eine implizite, aber nicht eben wirklich reflektierte Methode, in der diese Innerlichkeit eigentlich unmöglich gemacht wird. Das war der. Ja. Jetzt Marc Siegel. Vielleicht nur eine Frage. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele hier Douglas Crimps Texte gelesen haben und dieses Argument nachvollziehen können, aber vielleicht, ich glaube, dass ich stimme nicht zu, aber das ist vielleicht eine Debatte zwischen zwei Akademikern, was wir dann weiterführen können, aber was mich vielleicht interessieren würde, ist ob du dann, Henning, dann analytisch an dem Film Tarzan und Jane, den wir gerade gesehen haben, lass uns sagen, diese
Douglas Crimp Argument, die was mir jetzt ein bisschen Strohmann-mäßig vorkommt in die Diskussion. Aber was wäre die Innerlichkeit, dieses Argument von einer Innerlichkeit der Identität? Wie liest man das aus diesem Film? Und dann, wie liest man das anders? Das wäre meine Frage. Kannst du uns dieses Strohmann-Douglas-Crimp-Argument, was Douglas Crimp falsch vertretet, meiner Meinung nach, ich kann dann das auch ausführen, warum, aber kannst du das für uns dann klar machen anhand von dem Film? Ja, ich denke schon. Also ich denke, der Film ist natürlich ein bisschen auch bewusst ein schwieriger Fall, weil Taylor Mead damit gearbeitet hat. Und was ich glaube, was man ganz gut zeigen kann, also Innerlichkeit ist vielleicht auch, ich habe das ein bisschen zu stark gemacht. Es geht natürlich auch um diese romantizistische Befreiungsidee, die Jonas Mekas stark macht, an die Crimp ja auch tatsächlich anknüpft im Epilog seines Buches, also Our Kind of Movies. Da zitiert er ja, was ungewöhnlich ist, weil Mekas normalerweise oder sehr häufig eher negativ besetzt ist als jemand, der eigentlich Leute wie Jack Smith und so ausgebeutet hat. Und da geht es aber eben darum, dass Mekas erkannt habe, wie Warhol das Sehen befreit. Und diese Öffnung, das ist eigentlich das, was ich mit dem Romantizismus meine, also eine Befreiung des Sehens von Konventionen, die es einengen, die natürlich auch Identitäten zuschreiben. Und diese Identitätszuschreibung wird irgendwie aufgebrochen. Das wäre das eine Argument. Und ich denke, man kann natürlich genau diesen, man könnte diesen Film auch romantizistisch lesen. Man kann sagen, man kann ihn auch als Home-Movie lesen. Und die beiden Lesarten gehen, glaube ich, ganz gut zusammen. Man kann sagen, man sieht irgendwie, wenn die in Wallace Burmans Garten am Tisch sitzen und da so Faxen machen. Das ist natürlich tatsächlich irgendwie so eine Art Gemeinschaft von Künstlern, die außerhalb des Mainstream leben und die da eben, also das eigentlich, was Stoller zu dem Mekas-Film gesagt hat, das ist eine Gemeinschaft. Dann ist das Ganze aber natürlich wieder gebrochen, permanent, in einer für Warhol ungewöhnlichen Weise, durch Pixelation, ganz schnelle Schnitte, Schwenks, dann gibt es ja am Santa Monica Pier diese quasi abstrakte Szene, wo das Karussell so bei Nacht gefilmt ist. Und es ist gebrochen eben durch die quasi Narration, die dem Ganzen unterlegt ist, in der man sich vorstellen soll, das ist eben ein Hollywood-Film, ein Movie. Und Taylor Mead und Naomi Levine sind Filmstars. Und die werden da abgebildet, sie exponieren sich. Das geht ja auch ständig um Over- und Under-Exposure. Und die Badewannenszene ist, glaube ich, wirklich die Szene, wo man dann letztlich das, was Warhol zu dieser Zeit oder kurze Zeit später macht, am besten zeigen kann. Nämlich, er zeigt Leute bei minimalen Handlungen, also die machen da irgendwelche Sachen, in der Badewanne. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass sie sich eben zeigen. Sie sind gefilmt und werden dadurch zu Stars. Und diese filmische Reproduktion, die Warhol ja auch ständig ausstellt, also in den bekannten auslaufenden Filmrollen und so, das ist da das Entscheidende. Und da würde ich diesen maschinellen Aspekt durchaus sehen, der auch an anderen Szenen, also der auch solche Sachen wieder bricht. Am Schluss oder kurz vor Schluss gehen die beiden ja, Mead und Levine, eine Treppe rauf. Und dann gibt es eine Szene, da hat das Ganze was sehr Spontanes. Also Mead zieht Levine den Rock hoch und die scherzen rum. Und es ist erstmal wirkt es wie eine spontane Szene. Dann wird aber diese Szene, die laufen dann nicht einmal die Treppe hoch, sondern sie laufen dann wieder hoch. Und durch diese Wiederholung wird das Ganze dann wieder gebrochen. Also genau diese Spontanität wird dann, glaube ich, gebrochen. Und man kann natürlich diesen Maschinenaspekt sehr viel besser an Elvis at Ferris zeigen. Das ist, glaube ich, dann das, wo sich die Bildtechnologie vervielfacht und wo das Ganze irgendwie in
also wo der Film nochmal wiederholt, was die Bilder, also die Siebdrucke eigentlich schon machen. Und da würde ich das deutlicher sehen. Und ich glaube nicht, dass sich Crimp wirklich als Strohmann für so eine These. Ich denke, man muss tatsächlich vorsichtig sein. Ich habe eben ein bisschen unvorsichtig Innerlichkeit zu stark gemacht, glaube ich. Es geht aber natürlich um diese Befreiungsidee, die bei Mekas angelegt ist, die Crimp auch, glaube ich, von, zumindest vom Underground aus dieser Rhetorik übernimmt. Und dann gibt es eben, und das ist, da ist Warhol wichtig, diese Idee der Verschmelzung von Organismus, also menschlichem Organismus und Maschine, die letztlich, wenn man das theoriegeschichtlich verfolgt, das war das, was ich versucht habe zu zeigen, in einer direkten Tradition der Kybernetik steht. Und die eben neben dieser Befreiung immer auch diesen Kontrollaspekt beinhaltet. Also ich glaube, man kann das nochmal in Unterschied zum letzten Film, fand ich, sehr deutlich sehen, weil dieses Mensch-Maschine-Thema, finde ich, ist in dem Film von Warhol eigentlich dadurch permanent enthalten, dass es eigentlich immer unklar ist, einen permanenten Konflikt gibt, ob die Figuren sich bewegen und die Kamera denen folgt oder ob es eigentlich die Kamera ist, die die Figuren bewegt. Und es gibt sehr viele Stellen im Film, wo ganz eindeutig ist, dass eigentlich die Kamerabewegung, die Bewegung der Figuren steuert. Ich denke, das gilt auch für diese Treppenszene, wo die Kamera schon immer die Bewegung der Figuren vorausnimmt und vorher runterfährt oder vorher rauffährt. Und es gibt da eigentlich überhaupt keine Ruhe im Bild. Das ist ja hochkomplex, also auch in so scheinbar idyllischen Szenen wie dieses Essen im Garten, ja, ist dann plötzlich ein Schnitt drin, sodass es Szenen gibt, wo die Figuren sich etwas in den Mund stecken. Und es gibt dann eine Szene, wo der Film das den Figuren in den Mund steckt, wo man nämlich sieht, dass es eine Hand hat, dann kommt ein Schnitt, hat das im Mund. Ja, und die Bewegung der Figur ist abgelöst durch den Schnitt der Kamera. Und ich finde, da ist in dem Film von Mekas ein eklatanter Unterschied. Ja, das hat überhaupt mit Warhol nichts zu tun, wie er das abfilmt, weil sie ja gemeint haben, er versucht, das aufzunehmen. Also da ist eine autonome Bewegung etwa der Figur Warhol drin, der dann gegen Ende aufsteht, das Bild verlässt, die Kamera reagiert überhaupt nicht. Das wäre für den ganzen Warhol-Film undenkbar. Ja, dass eine Figur sich scheinbar autonom bewegt, aufsteht, das Bild verlässt, die Kamera bleibt stehen. Ja, da liegt die Bewegung eindeutig bei der Figur. Und ich finde, in dem ganzen Warhol-Film, also in dem mittleren Tarzan und Jane, gibt es nie eine Sicherheit, eine ständige Unruhe und es gibt immer wieder den Eindruck, es ist die Kamera, die alles bewegt, die Figuren werden von der Kamera gesteuert bis in die Blickrichtung, bis in die Gesten. Ja, also das finde ich eigentlich das Entscheidende und das würde auch zu dem passen, dieses Mensch-Maschine-Thema. Eigentlich ist es die Kamera, ist der Akteur. Ich denke, das ist, also die Kamera ist natürlich bei Warhol tatsächlich der Akteur und das ist dann auch, setzt sich tatsächlich fort bis in die Filme, wo die Kamera sich gar nicht mehr bewegt. Das sind ja auch, also ich habe tatsächlich hier in dieser Reihe, dieser Dreierreihe natürlich was ausgelassen. Es fehlt Eat, es fehlt Sleep, es fehlt Kiss, es fehlen die frühen Screentests. Also vor allem Eat, Kiss und Sleep sind die Filme, für die Warhol ausgezeichnet wird von Mekas. Und da ist die Kamera tatsächlich statisch, aber ich denke, es zieht sich trotzdem durch, weil die Kamera nämlich da ein statischer Akteur ist. Was ich interessant finde an diesen beiden Filmen aus Los Angeles, dass Warhol hier auf der einen Seite, glaube ich, tatsächlich experimentiert, dass er Funktionen der Kamera auch ausprobiert. Also das, also was passiert, wenn ich eine Einzelbildschaltung irgendwie mache? Was passiert, wenn ich wahnsinnig schnell schwenke? Was passiert in dieser langen Sequenz? Was passiert eigentlich mit dem Farbmaterial, wenn ich das unterschiedlich belichte? Und ähnlich wie bei den Siebdrucken, dass dann plötzlich einfach alles, also wenn, dass das einfach zuläuft, das Bild, dass es nur noch Schemen gibt. Und da probiert er natürlich das Gerät aus. Und ich glaube schon, wie Sie sagen, dass eben natürlich die Bewegung in der Kamera ist, programmatisch übrigens auch nochmal in dieser Karussellszene im Dunkeln, wo es völlig unklar ist, was sich da eigentlich genau bewegt und welche Bewegung woher kommt. Und ich denke, da ist schon eine Verschmelzung und genauso dann später in diesen Filmen,
wo ja auch, die ja mit 16 Bildern, nicht mit 24 Bildern abgespielt werden. Das, was Mekas hier versucht hat, übrigens war der Film, glaube ich, ist der Film nicht seitenverkehrt gemeint. Das ist irgendwie, ich frage mich zwar, wie man einen Tonfilm verkehrt rum abspielen kann. Kann man nicht. Deswegen ist, ich bin ein bisschen irritiert, warum der seitenverkehrt ist. Ich kenne ihn eigentlich nur so, dass Mekas tatsächlich Rechtshänder ist und auf dieser Seite steht und den Apfel in die Hand nimmt und das Film Culture auch nicht in Spiegelschrift gedruckt ist. Aber das ist eine Frage, die... Nee, das ist die Vorderseite von dieser Ausgabe. Das ist die Vorderseite von der Ausgabe. Definitiv. Die wird auch aufgemacht. Auf dem Vorsatzblatt steht dann irgendwie, dass Andy Warhol den Preis bekommen hat. Ich wollte aber jetzt eigentlich nochmal ausführen, das war jetzt nur so eine lange Parenthese, dass dass Warhol ja bewusst die Abspielgeschwindigkeit seiner, das ist ja bekannt, seiner Stummfilme verlangsamt. Das, was Mekas hier imitiert, durch Umkopieren, damit er den Ton draufkriegt auf den Film, indem er die Filme mit 16 Bildern und nicht mit 24 Bildern abspielen lässt. Sodass eben die Bewegung der Figuren auch in diesem Sinn durch die Maschine bestimmt sind. Und das wird sichtbar durch die Verlangsamung oder spürbar zumindest. Die Verlangsamung ist nicht so, dass es wirklich aussieht wie eine Zeitlupe, hat man hier auch gesehen, aber die bewegen sich ein bisschen langsamer. Und Sleep ist natürlich das klassische Beispiel, wo aus einer knappen halben Stunde Filmmaterial, ein fünfstündiger Film entsteht und dieser Schlafende, der seinen Atemrhythmus durch die Wiederholung der Einstellung seines Brustkorbs nochmal gespiegelt wird. Also da hätte man wirklich so eine enge Verbindung von Organismus und Maschine, sodass ich schon glaube, dass diese Metapher erstmal für Warhol wichtig ist. Für Jonas Mekas spielt die keine Rolle. Für Jonas Mekas ist das Kino eine Waffe, also schon natürlich, er hat auch eine Waffe im Kampf um eine neue Gesellschaft. Aber nicht etwas, was man als Maschine zeigen, ausstellen sollte. Die wird auch anthropomorphisiert, also es ist der umgekehrte Weg letztlich. Ich habe jetzt doch nochmal eine Frage zu dieser Kamerasache. Ja. Es ist ja sehr auffällig, dass am Anfang, wenn da verbal der Vorspann genannt wird, das Kamera nicht vorkommt. Also es wird gesagt, wer Sound macht, wer die Location gestaltet hat. Und als allererstes wird vom Kostüm gesprochen. Ja. Also so Regie, Kostüm. Mhm. Ich würde sagen, das sind die Prioritäten, die man auch bei einer Modenschau setzen würde. Ja. Und ich habe den Film auch stark so gesehen, dass da Leute sich präsentieren in verschiedenen Outfits und so. Und das ist ja für das Verhältnis von Kamera und Akteur nochmal ein ganz anderes Modell. Ja, aber es entspricht ja ziemlich genau dem Modell des Filmstars als Modell für Identität in der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts. Als Zentralen, der eben durch seine äußere Erscheinung, die natürlich Taylor Mead dann wieder ins Groteske zieht. Also mein Argument geht nochmal dahin, die Machtverhältnisse zwischen Kamera und Akteur. Ja. Mhm. Das finde ich auch nochmal interessant, dass es eigentlich keine ist, obwohl die Leute so sehr exhibitionistisch sich verhalten oder gerade weil sie so exhibitionistisch sind, wird die Kamera ist plötzlich nicht mehr voyeuristisch, sondern irgendwie so ein Knecht und nicht eine Institution, die Macht auf die Darsteller ausübt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine voyeuristische Kamera ist, aber die ganze Handlung zielt natürlich auf die Kamera. Also die Handlung ist für die Kamera da. Und das wird, glaube ich, ziemlich offensichtlich in dem Film, dass Taylor Mead für die Kamera agiert. Aber es, ich mag das nicht. Doch, wir zeichnen es auf. Okay. Aber es ist doch jetzt, dass der Kameramann nicht genannt wird. Also Filmmaker ist natürlich der Warhol und der Filmmaker, also der Warhol hat natürlich dann später auch nicht unbedingt immer die Kamera betätigt, aber
Aber der Makers oder Markopoulos oder all die Leute, die haben natürlich die Kamera bedient. Also insofern braucht man jetzt nicht die Kamera nochmal extra erwähnen, weil der Regisseur und Kameramann ist ja dann Warhol. Also jetzt nur speziell auf diese Frage Kostüm, Ton und so weiter. Und dann wollte ich noch fragen, der Ton ist eigentlich auch eine sehr wichtige Fragestellung bei all diesen Filmen, weil zu der Zeit ja Ton relativ schwierig, also Synkton eigentlich nicht machbar war, weil die Maschinerie sehr schwer war und also erst relativ später, mir fällt jetzt nicht der Name ein, wurde ja dann mit 16 mm Synkton etwas erfunden, was leicht war und beweglich. Ja. Gab es ein paar Jahre vorher schon. Also gab's Primary schon? Von Richard Leacock ist Richard Leacock, 60. Wann ist das gemacht? 60, 61, okay. 60, ne? Mhm. Und Leacock hat wann das verwendet? Bitte? Und Leacock hat wann das verwendet? Der 60. Der hat schon mal mit Roger Tilton, ja Mitte der 50er, versucht, sowas aber hinzukriegen. Aber es war ja, denke ich, zu der Zeit aber noch nicht so verbreitet. Nee. In dem, nee, ja. Also und auch schwieriger und aufwendiger. Mhm. Also ich wollte nur noch die Frage stellen, die Frage nach dem Ton eben. Also dass man jetzt die Bolex hat, ja, und mit einer Bolex eben das Filmmaterial aufnimmt und dann macht man natürlich später den Ton dazu, ja. Oder man macht eben keinen Ton. Also Warhol hat ja sehr viel eben ohne Ton gearbeitet und dann später halt mit Synkton. Also das sind ja auch zwei sehr wichtige Elemente seiner Arbeit. Also ja. Ich wollte nur noch diese Tongeschichte ein bisschen nach vorne stellen. Der Ton ist eindeutig in dem Film das Werk von Taylor Mead, das muss man einfach sagen. Und in dem Sinn, das ist, also man könnte das als Zusammenarbeit bezeichnen, man könnte aber auch sagen, es ist irgendwie so ein Hybridfilm, der Warhol-Elemente hat, die an manchen Stellen sehr deutlich werden, der aber natürlich von Taylor Mead einiges profitiert auch oder einiges erhält. Also die ganzen parodistischen Elemente, also dieser eingespielte dokumentarische Ton, wo dann irgendwie über die Fortpflanzung gesprochen wird und solche Sachen, das gibt ja schon irgendwie, der bezieht sich ja auf das Bild. Das ist ja nicht so, dass das einfach rein zufällig ist. Die Musik ist eigentlich auch sehr geschickt eingesetzt, weil sie manchmal eine Emotionalität fördert, die genau eigentlich so eine Einfühlung suggeriert und plötzlich das Ganze wieder zurücknimmt. Dann wird es wieder irgendwie, dann bricht das Ganze. Also es gibt natürlich diese sehr emotionale Musik, auch in bestimmten Szenen, auch da, wenn der kleine Tosh Berman, der dunkelhaarige Junge, in dem Haus rumläuft und dann kommt irgendwie diese Musik und das Ganze wird sehr emotional aufgeladen, dann kommt plötzlich wieder was ganz anderes. Gerade die klassische Musik oder auch also so Filmmusik lädt das auf und dann die Popmusik bricht es wieder eher zum Teil. Zum Teil gibt es natürlich dann über die Texte Do the Locomotion in der Badewanne wieder irgendwie direkte Beziehungen. Was natürlich auch ist, dass es in dem Film nicht ganz. Ich habe eine Stelle, die wollte ich mal, wenn ich kurz noch dazwischen da was sagen darf, das wollte ich auch noch fragen. Das ist doch sehr interessant, wo er Klavier spielt, Tarzan, und auf dem Klavier dann eine Musik erzeugt, die aber eigentlich nicht diegetisch ist, ne? Die also Filmmusik ja. ist, ne? Die eigentlich dazu, die appliziert ist, die später ja. hinzugefügt ist. Also das mischt sich, die diegetisch erzeugte Musik. Es scheint jedenfalls so, als ob sie erzeugt würde im Bildraum, im Handlungsraum. Also da wird auch sozusagen dieser Konstruktcharakter deutlich, ne? dass er jetzt sozusagen diese eingespielte Musik zu spielen scheint. Das ist wahrscheinlich eine Fiktion, ne? Aber das ist, ja klar, aber das ist natürlich diesen Synchronitätseffekt kann man am leichtesten mit Musik und mit rhythmischen Dingen erzeugen. Deswegen hat ja Roger Tilton mit Leacock zusammen eben diesen Versuch, Synchronton herzustellen in dem Film Jazz Dance von 55 gemacht. Und da funktioniert es, da tanzen die Leute und die haben das zwar versucht zu synchronisieren, aber es ist einfacher, die verschiedenen Sachen zu synchronisieren, wenn da... Vielleicht, wenn ich darf, nur so noch ja. weiter Hintergrundinformation, ja. dass das ist ein Film, was Warhol nicht zu Ende bringen wollte.
In dem Sinne, ich finde Henning total richtig, dass aus einer Art Zusammenarbeit oder eigentlich noch ein Beispiel für was Douglas Crimp sehr schön beschreibt, was die Unmöglichkeit zusammenzuarbeiten, irgendwie das Zusammenarbeiten aus einer Nicht-Zusammensein, weil Warhol wollte den Film nicht zu Ende bringen, vielleicht weil er sich mehr für diese andere Filme wie Eat, Sleep, Empire, statische Aufnahme und verlangsamte Projektionssituation interessiert hat. Taylor Mead war sehr sauer mit Warhol, weil er fand das eine großartige Performance natürlich und so dann Jahre später, ich weiß nicht genau wann, hat Taylor Mead ist so sauer geworden, dass er dann einfach New York verlassen hat in 64 und ist nach Europa auf Reise gegangen, weil er zum einen mit Warhol sehr enttäuscht war, dass er diesen Film nie zu Ende gemacht hat. Dann irgendwann mal, als Taylor zurückkam nach New York, spielte er sofort am ersten Tag, als er wieder in New York war, wieder in Andy Warhol Filme, in dem Film Imitation of Christ. Und irgendwann mal hat Warhol dann, ich weiß nicht genau wann, vielleicht weißt du, Henning, Warhol dann Taylor Mead das Erlaubnis gegeben, ja, mach, was du willst. Es muss so relativ früh gewesen sein. Ja. Und so in dem Sinn finde ich das wichtig, mit diesem Film wirklich Ton aus Kommentar auf dem Bild, Ton aus Taylor Meads Kommentar auf Warhol zu sehen. Und dann finde ich das auch sehr interessant, so wie dann Taylor Mead eigentlich eine Art Warhol-Aspekt hervorbringt, zum Beispiel in der Badewanne-Szene, nämlich die Unmöglichkeit von zwei Leuten zusammenzukommen. Ich meine, die Vorstellung, dass Taylor Mead und Naomi Levine in dieser Szene überhaupt Sex haben könnte, überhaupt ein Kind ins Leben rufen können, ist auf jeden Fall in Warhols anderen Filmen, so Stummfilme sozusagen, vielleicht stumm thematisiert, diese Unmöglichkeit, diese zwei Leute in einem Frame zusammenzukommen, aber hier durch das technische Medium mit dem Ton, wo man eine Art Parodie ins Leben gerufen hat, durch die Synchronisierung, was keine Synchronisierung ist, haben wir dann noch betont die Unmöglichkeit, eigentlich in diesem Sinn von Heterosexualität, wenn man will, von heterosexueller zusammenkommen. Das war so ein Art Douglas Crimp-Argument, wo man wirklich aus dem technischen Medium heraus so ein Argument aufbaut, was Identität in Frage stellt. So in dem Sinn von außen, nicht so von innen. Ja, wo aber Warhol einfach auch natürlich die Hollywood-Formel nimmt und sie wendet. Also die beiden in der Badewanne. Das wird eben genommen und einfach gewendet. Zu der Frage, wann der Film entstanden ist. Der muss 1964 schon fertig gewesen sein. Der ist nämlich, also James Dollar bespricht ihn und ich habe den Titel dieser Zeitschrift vergessen. Stoller hat die selber herausgegeben. The Moviegoer, genau. Und da ist ein Bild aus Tarzan and Jane drauf vorne. Und der Film wird auch eigentlich so besprochen, wie er jetzt aussieht. Also von daher muss er 1964 doch irgendwie schon fertig gewesen sein und es wird auch der Ton erwähnt. Also ich weiß nicht, wie man das auflösen soll. Vielleicht ist Mead auch danach ja erst verschwunden. Oder also er hat New York verlassen. Ja. Also du sagst, er ist vollendet oder wie? Also 64 war der Film fertig, definitiv. Das Non Finito ist ja in der Kunstgeschichte ein wichtiges Thema. Der lief. Also der wurde gezeigt und ich wüsste nicht, also ob da noch was dran passiert wäre, aber im Prinzip, die Beschreibung passt schon. Wobei man das ja auch als einen Formcharakter diskutieren können, dieses nicht fertig geworden sein, dieses Amateurhafte und immer sozusagen knapp vorbei, ne? Framen. Also diese Aktivität der Kamera ist ja, funktioniert ja nicht im Sinne von fokussieren, sondern gerade nicht. Also es wird ja immer gerade nicht
fokussiert, was passiert. Also vielleicht könnte man darüber gemeinsam nochmal nachdenken. Ich glaube, dieser Kamera-Aspekt und überhaupt diese Frage nach dem Verhältnis von filmischer Form, von Filmtechnik und Handlung, das war vielleicht noch nicht so zu Ende diskutiert. Also wie diese satirische Handlungsaufführung ist das ja eigentlich, ist keine Handlung, sondern ein Zeigen von Handlung, die aber als Handlung keinen Sinn hat. Ne? Also eine völlig groteske, absurde Handlung und das Verhältnis zu diesen permanent auch gezeigten Kamerabewegungen und Schnitten, also die entweder zu lang oder zu kurz sind und die Schwenks sind zu schnell und oder also sie nichts von diesen Formen entfaltet ja irgendeinen Sinn oder einen Fokus. Ne? Insofern, für mich ist das eben ist eine Ästhetik der Groteske, die eben alle Formen, aber auch eben alle Handlungen entleert, sozusagen. Das wäre für mich sozusagen die auch modernistisch ableitbare Form, die Warhol hier ausprobiert, weil er auch alle Stilebenen vermischt. Ja. Ne? Es kommt ja. Also dann zwischendurch wird es ja plötzlich dann so fast abstrakter Film mit diesen Nachtszenen, da ist es dann plötzlich gar nicht mehr absurd oder grotesk, sondern das ist dann plötzlich eine andere Stilebene. Ne? Also es wird alles eigentlich gemischt. Es wird alles gemischt und vor allen Dingen wird es aber, also was man schon sagen kann zu der Narration oder Handlung des Films, es gibt natürlich schon so eine Art Exposition, die fahren nach L.A. irgendwie rein oder fahren da über einen Freeway und es ist ja auch letztlich Tarzan, der an den Lianen einschwingt in den Film, also an den Ringen. Also er bricht durch den Dschungel, schwingt in den Film ein und das Ganze endet eben damit, dass die beiden wieder vereint sind im Schnellimbiss. Also es hat schon diesen Bogen, aber was dazwischen passiert, folgt natürlich irgendwie keiner Dramaturgie, sondern also wenn, dann eine Reihung. Also es gibt ja so verschiedene Episoden, Kampf mit der Schlange, Verwandlung, Janes, es gibt die Badewannenszene, die natürlich auch auf unterschiedlichen... Schildkröte fand ich auch ganz toll. Also die funktionieren auch, also was interessant ist, die funktionieren auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also es gibt eben diese Referenz an Tarzan, Handlung, Tarzan kämpft mit der Riesenschlange. Mhm. Und dann gibt es aber auch wieder eben so vagere Sachen und einfach Dinge wie den Santa Monica Pier, wo dann eben einfach bunte Lichter zu sehen sind. Die jetzt, wo man irgendwie, wo ich keine Referenz sehe, vielleicht fällt dir irgendwas ein, aber... Was mir nur gerade noch einfällt, also als Modell für die Handlung, ist eigentlich so ein Modell Don Quixote. Da ist so jemand, der kommt aus einer mythischen Welt in diese moderne, banale, amerikanische Wirklichkeit der 60er Jahre und hält jetzt plötzlich Schläuche für Schlangen und so weiter und erlebt Abenteuer. Oder auch Mark Twain, König Artus, ein Yankee am Hof des König Artus. Also dass so mythologische Gestalten sich mit so einer Wirklichkeit brechen und das als Bildvariation und nicht als Narrationsvariation gezeigt wird, kommt mir schon so vor, als könnte es ein Untergrund sein. Und dass auch dieses Serielle, also dass er immer wieder dieselbe Tarzan-Geste macht, dass das im Grunde auch so ein Zusammenhang ist mit diesen vervielfältigten Siebdrucken, so vor verschiedenen Hintergründen dieselbe Identitätsgeste. Ja, ich bin mir natürlich nicht sicher, ob wirklich Don Quixote da explizit oder auch irgendwie in irgendeiner bewussten Weise angesprochen ist. Man kann natürlich sagen, dass wenn es so einen Aspekt da gibt, dann ist der dem Underground-Star-Image Taylor Meads geschuldet gewissermaßen, weil Taylor Meads natürlich im Prinzip immer so spielt. Also in The Flower Thief und auch in To L.A. with Lust spielt er im Prinzip diese Rolle, die natürlich tatsächlich sowas Don Quixote-haftes auch hat, der eben in diese Kultur reinreitet und im mehrfachen Sinn queer ist. Also er fällt aus dem Rahmen. Er fordert natürlich dadurch auch diese Kultur heraus, klar. Und das ist ein eindeutiger Taylor Meads-Aspekt, der in den Filmen, die Warhol in diesem Zeitraum gemacht hat, so sonst nicht vorkommt. Also das ist nicht, das machen die anderen nicht. Ja.
Bitte, ja. Nur wegen der Handlung, weil Regina, weil sie, du meintest, dass es gab keinen Dschungel, dass auf Englisch dieses, dieses Gerät auf dem Spielplatz, wo Taylor Meade spielt, das heißt ein Jungle Gym. Das nennt, man nennt das ein Jungle Gym auf Englisch. So in dem Sinne ist es, glaube ich, sicher im Kopf von dem, dass er ist im Jungle, genau wie Tarzana einfach ein Name für ein sehr uninteressanter so Stadt in der Nähe von Los Angeles ist, und sie greifen auf bestimmte Aspekte in der Gegenwart, in der Geografie, und dann übersetzen sie bezüglich Hollywood, Genrefilme, Tarzan-Filme. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage, oder vielleicht kann die doch noch mal eine Wortmeldung initiieren. Mich würde interessieren, wie du nun Warhols Selbstporträt in diesem Film, also in dem Tarzan-Film, siehst. Also der taucht ja einmal auf und gibt zur Regieanweisung und peitscht den Tarzan aus. Und die Kamera geht dann, also apropos Kamera, die Kamera geht dann sozusagen hoch, wenn er hoch zeigt, also folgt seinem Befehl sozusagen. Also wie würdest du es... Würdest du diese Szene interpretieren? Ich würde die, also das ist eine komplexe Szene, glaube ich. Das ist einerseits, ist es natürlich eine Selbstparodie, andererseits ist es aber auch eine absolut ungewöhnliche Szene, weil in dieser Szene Warhol ganz ungehemmt zu lachen scheint. Es ist wirklich ein absolut seltener Moment, dass man Warhol unbeschwert lachen sieht. Und von daher finde ich diese Szene sehr ambivalent. Also das ist wirklich, natürlich parodiert er sich selbst, und er parodiert natürlich diese Regisseurrolle. Er tritt als Regisseur in seinen Film ein, der aber nur sein Film sort of ist. Und es ist natürlich auch ein Spiel mit so einer vorgegebenen Rolle irgendwie, dass er aufgreift, aber er lacht. Also, und das ist eben wirklich, dass er lacht schon vorher. Also er lacht kurz schon bevor diese Züchtigung des unbotmäßigen Filmstars erfolgt, und dann eben... Weil das wäre ja so eine Szene, wo er dann ja scheinbar handlungsmächtig auftritt und was tut, ne, mit diesem. Ja, aber eben als Akteur also, dann plötzlich. Ja. Also er tut etwas, er zieht sich nicht zurück, er ist nicht gleichgültig, aber eben nur in dem Moment, wo er eine Rolle spielt. Dann nimmt er ja auch noch ein Drehbuch und eine Filmklappe in die Hand, damit auch klar wird, wen er da verkörpert. Mhm. Und dann kann er das machen irgendwie. Gut, eine Parodie der Regisseurrolle. Da guckt jemand auf die Uhr. 12. Jetzt haben wir schon das Limit überschritten. Ja, dann sagen gebe ich ganz das herzlichen Wort Dank an Henning Engelke für den Vortrag und das nette Gespräch. Ich hoffe, das mit vielen Dank. Ich bleibe.